Was geht ab, Manu Z-Fighter? Osiris hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Außen vorweg, heute ist Freitag, also vergesst mir nicht, eure Teams als Privatnachricht auf Twitter oder Discord mit dem Hashtag Team Osiris zu senden, damit ihr eventuell morgen im Team Rating Video rankommt. Alle weiteren Informationen sind im Link in der Beschreibung des Videos. Aber was geht ab heute? Das war ein bisschen komisch, als hätte ich mein Intro nochmal neu gemacht. Anyways. Und zwar ist Vegeta da, der neue Vegeta mit seinem Story-Event, das werden wir uns anschauen, ein, zwei Stages machen, damit ihr da Bescheid wisst, wo ihr was holen könnt. Und sein Summon-Banner ist online. Und hier gibt es alle Informationen quasi zum Event und zum Summon selbst. Fangen wir aber vorerst mit dem Summon an. Wir werden auch am Ende des Videos in der Lage sein, einen Multisum zu machen. Und dieser eine Multisum zählt dann, bekommen wir Vegeta oder nicht. Denn in seinem Summon sind zwei neue Charaktere. Wir haben zum einen den neuen Vegeta und Beerus, ganz klar. Aber die Sache ist nämlich die, das ist ein GSR-Banner, heißt, ihr bekommt pro Multisum garantiert ein SSR. Das ist immer der letzte Charakter vom Multisum. Ein Multisum kostet 50 Dragonstones. Aber der allererste Multisum, beim allerersten Multisum bekommt ihr garantiert Vegeta oder Beerus als den garantierten Charakter. Heißt, wenn wir nachher den allerersten Multisum machen, bekommen wir entweder Vegeta oder Beerus garantiert. Da sind wir auf jeden Fall gespannt, wer es sein wird. Anyways, dann wissen wir, was kann der Vegeta, haben wir uns eigentlich schon angeschaut, die Karte an sich, Breakdown. Also, sein Rage-Modus hat er, das wird ja auch erklärt, Beerus selbst. Schauen wir uns beide Charaktere mal an, let's go. Also wie gesagt, Rage-Modus von Vegeta, wenn ihr einmalig im Kampf, aktiviert sich das einmal im Kampf, wenn eure HP unter 30% oder drunter fällt, dann gelangt ihr in den Rage-Modus. In dem Rage-Modus bekommt er keinerlei Schaden und er hat drei verschiedene Ultis. Wenn er 1 bis 7 Ki hat, macht er die Big Bang Attack, 8 bis 11 Ki Final Flash und ab 12 Ki Furious Gallic Gun. Furious Gallic Gun erhöht seinen Angriff für eine Runde und macht Supreme Damage. Man ist in dem Rage-Modus auch für eine Runde, so wie ich das verstanden habe. Und genau. Dann braucht man diese Awakening-Medaillen, um ihn zu erwecken. Trunks und Bulma bekommt man aus dem Story-Event, schauen wir uns gleich an. Und den Vegeta aus dem Barbershop, denn es gibt eine neue Währung, das gucken wir uns auch gleich an. Für den neuen Beerus braucht man diese Beerus-Medaillen. Die Anzahl für Vegetas-Medaillen sind 7 von jedem, 7 von Trunks, 7 von Bulma, 7 von den neuen Vegeta-Medaillen und von Beerus sind das 7 von den Beerus-Medaillen, die auch über die neue Währung Pudding über den Barbershop erhältlich sind. Genau, Leute. Dann schauen wir uns mal die Informationen zur Story an, machen dann gleich ein, zwei Stages. Es sind 4 Stages zur Verfügung gestellt, heißt, ihr könnt, wenn ihr es einmal alle Stages macht, auf jeder Schwierigkeitsstufe bekommt ihr maximal bis zu 8 Dragonstones. Auf Stage 1 könnt ihr die Trunks-Medaillen farmen. Auf Stage 2 ein neues Item und die neue Währung. Gucken wir uns gleich an, diese Stage. Auf Stage 3 die Bulma-Medaillen. Und auf Stage 4 den neuen Vegeta. Und dieser Vegeta ist quasi natürlich für jeden anderen Vegeta, der einfach nur Vegeta ist, jede andere Vegeta-Karte, ein farmbarer Essay. Genau. Mixed Feeling Vegeta. Was kann der Dokkan erweckt? Dokkan erweckt. Bei ihm brauchen wir 10 Medaillen von Bulma und 10 Medaillen von Trunks, um ihn Dokkan zu erwecken. Dokkan erweckt, seine Passive bekommt eine Ki plus 3 und auf den Angriff und auf die Verteidigung 50%, wenn er gegen einen Gegner kämpft. Hopsa, muss gleich Akku anschließen. Und er kontert normale Attacken mit enormous Power. Also er kann kontern, das ist schon mal sehr gut. Und dieser neue Vegeta, den ihr aus dem Banner zieht, für ihn braucht ihr wie gesagt 7 von den Trunks Medaillen, 7 von Bulma Medaillen, 7 von den Super Saiyan 2 Vegeta Medaillen. Was kann er nach seinem Awakening? Er bekommt nur seine Passive auf den Angriff und auf die Verteidigung 100%. Er kontert mit tremendous Power, wie er gilt die Super Vegito. Also er kontert normale Attacken. Und wie gesagt, wenn die HP einmalig unter 30% und drunter fallen, geht in den Rage-Modus. Und dieser Vegeta ist erstaunlicherweise, Leute, momentan der hardest Hitter am Global. Was heißt das? Er ist die Karte, die am meisten Schaden momentan im globalen Dokkan Battle macht. Eine nicht-Dokkan-exklusive Karte. Das sagt schon aus, was diese Karte drauf hat. Gucken wir uns nach dem Summon an, ob es sich dennoch lohnt, sich hier zu summonen. Und genau, Medaillen wie gesagt aus dem Barbershop. Was kann Beerus? Passive bekommt 120%, wenn er eine Ulti macht. Und erstaunlicherweise ist er der beste Beerus in-game. Besser als die Dokkan-exklusiven Karten. Hier ist die neue Währung.
tritt auf Stage 2 auf, war es, glaube ich. Richtig? Richtig, genau. Könnt ihr es dort einsammeln, gegen Barbershop, gegen gewisse Sachen tauschen, gucken wir uns gleich an. Und neues Item ist auch mit am Start. Dieses Item, was macht es? Es tut zufällig die Anzahl an Key-Orbs, eine zufällige Anzahl an Key, in Tech-Key umändern. Und für jeden Tech-Key, den euer Charakter einsammelt, bekommt dieser Charakter 5% auf seinen Angriff für eine Runde. Hier haben wir die Medaillen im Barbershop, beziehungsweise die neue Währung. Hier könnt ihr mal ruhig reingucken, was ihr damit alles holen könnt. Wie gesagt, die Vegeta-Medaillen, Awakening-Medaillen und die vom Virus gibt es hier. Zudem die Items, Elder-Kai und so weiter und so fort. Könnt auf jeden Fall vorbeischauen und euch das ein oder andere holen. Aber jetzt hoppen wir mal zur Stage rüber und gucken, was da geht. Also gut, was wir heute machen ist, ich werde euch auf jeden Fall mal Stage 2 zeigen, wegen der neuen Währung, und Stage 4, denn dort droppt der neue Vegeta. Eine Sache zum neuen Vegeta: wenn ihr ihn awaked, dann, und ihn auf UR bringt, dann gibt der leider nur 50% auf dem Summonable Vegeta. Denn dieser hier ist Super Saiyan 2 Vegeta und der hier ist Super Saiyan 2 Vegeta und Bulma. Heißt, er bekommt erst ein SA, ein Level of the SA, die Chance darauf, wenn man ihn hier auch erweckt zu Super Saiyan 2 Vegeta und Bulma. Das heißt, er ist Transcendent Ultra Rare und er ist auf UR und gibt deshalb 50% auf diese, auf die SA von ihm und keine 100%. Zumal es auch verschiedene Charaktere sind. Deswegen müsst ihr euch das zweimal überlegen, ob ihr das wirklich, ob ihr den wirklich so oft awaken wollt und die Chance von 50% mitnehmen wollt, um die SA von ihm zu erhöhen, ist euch überlassen. Aber ich empfehle auf jeden Fall jeden, diesen Vegeta auf SA 10 zumindest zu bringen und ihn zu erwecken, damit ihr ein SA 10 Super Saiyan 2 Vegeta und Bulma habt. Ist free to play. Ihr werdet ihn sicherlich gebrauchen, zum Beispiel für Freezer, LR Freezer, denn er ist vom Eglit-Typ und er ist ein wirklich guter free to play Eglit Charaktere. Oppi, also alle Dupes könnt ihr auch auf jeden Fall freischalten, aber ob man ihn auf 100% bringen sollte, diesen Agility eher nicht. Spart da lieber eure Ops für andere Charaktere. Der Strength Vegeta wäre schon eine Überlegung wert, wobei nicht, also der, ich würde schon sagen, dass es sich auf 100% wirklich lohnt, denn er ist der hardest Hitter momentan, also kann man nicht sagen. Woher habe ich das, dass er der hardest Hitter ist? Aus Dokkan Reddit, Shoutout dahin, da kalkulieren die Jungs immer alles, deswegen, ups, habe ich verklickt. Also der Strength Vegeta ist wirklich 1A, also kann man nicht so sagen. Anyways, gucken wir mal kurz an, jetzt habe ich mich verklickt einmal gehabt. Ihr könnt mit jedem Team in die Stage rein, Leute, die Stage schafft ihr, das ist ein Story-Event, also nehmt einfach euer bestes Team und lauft rein. Bei einem Pudding, die Puddings zu fahren ist ein bisschen schwer, denn sie droppen nur auf diesen, ich nenne sie mal Regenbogenfeldern, und da sind nicht so viele. Sie droppen auch gegen den Charakter, aber man muss das schon oft machen. Zumal wenn man alle Charaktere awaken will, da muss man das echt oft machen. Jetzt hoffe ich mal, dass wir da hochkommen auf ein Feld immerhin. Okay, wird brenzlig. Schauen wir mal. An der Stelle, Leute, heißt aber für uns, wir haben viel zu tun im Stream. Deswegen schaltet heute Abend im Stream auf jeden Fall ein ab 19 Uhr. Zumal auch, da sind wir drauf. Perfekt. Zumal auch die Supreme Kai Stones online sind und die Potara-Medaille für Vegito. Okay, zweimal Pudding. Also heute im Stream wird auf jeden Fall viel losgehen, weil wir da quasi farmen. Also diejenigen, die Lust haben, schaltet ab 19 Uhr heute ein im Stream auf YouTube. Gut, dann hauen wir ihn mal kurz gekonnt zur Seite und schauen uns danach noch die allerletzte Stage an mit dem Vegeta, wo er droppen kann, und machen dann zum Abschluss noch einen Multisummon. Das wird interessant. Der Multi wird interessant. Ah, okay. Zweimal Pudding haben wir bekommen. Nice. Sehr gut. Also, ihr seht schon. Es ist wirklich, ich glaube, das ist so, das ist gerade der beste Fall von den Währungen, die man bekommen kann. Viermal Pudding. Höher habe ich noch nicht bekommen. Ich habe es aber auch nicht so oft gemacht. Kann sein, dass wir ihn heute Abend dann sehen. Aber da muss man schon einiges dann sammeln, wenn man die Charaktere alle awaken will. Anyways, gucken wir uns noch die allerletzte Stage auf jeden Fall an, würde ich sagen. Die habe ich noch nicht gemacht. Bekommen wir den Jankstone quasi und den Vegeta hoffentlich. Ist eine Jobchance, ist nicht immer garantiert. Deswegen lass uns, wieso verklicke ich mich die ganze Zeit? Deswegen lass uns mal direkt da rein springen zur Stage. Wir haben mal kurz ein anderes Team. Zack. Und let's go.
Genau. Wie schon gesagt, Leute, also den Vegeta, der hier Job, der heißt ja Vegeta, heißt, ihr könnt ihn für die Essay für allen anderen Vegeta, Base von Vegeta benutzen. Wenn diesen Awake wird, ist es Super Saiyan 2 Vegeta und Bulma, vergesst das nicht. Und gibt den Strength Super Saiyan 2 Vegeta und Bulma leider nur 50%. Ich persönlich werde mir das nicht antun, weil überlegt mal, das heißt, wäre es 100%, würde ich ihn farmen auf jeden Fall. 9 Stück, also wenn ich den esse, wenn ich Strength Vegeta ziehe, würde ich 9 Stück für ihn farmen, die von den Agility, wenn er 100% geben würde, denn dann wäre das zwar ein Aufwand, aber es wäre noch machbar, weil er dann 100% gibt. So gibt er leider nur 50%. Und das, der ganze Aufwand für keine garantierte Chance, das will ich mir nicht antun, wenn ich ehrlich bin. Deswegen sage ich da, ja, ey, da kann ich rein damit. Also persönlich für mich. Aber ja, wenn ihr das versuchen wollt, könnt ihr es gerne machen. Warum bin ich mir sicher, dass es 50% gibt? Denn wie gesagt, der Strength ist Transcendent Ultra Rare. Und der gilt die eine Rarität drunter. Deswegen gibt er nicht 100%, wenn wir ihn auf UR bringen, sondern nur 50%. Da bin ich mir ganz sicher, Leute. Anyways. Oh, wir haben sogar 2 Karten bekommen. Sehr cool, sehr, sehr cool. Heißt, was ich machen werde, ist, ich werde mir auf jeden Fall einen Agility Vegeta holen, auf SA 10 bringen, alle Pfade öffnen, ihn awaken. 100% werde ich ihn vorerst wahrscheinlich nicht bringen, weil es da lohnt sich wirklich mehr, die Agility Ops für andere Charaktere aufzubewahren. Aber ihr könnt ihn auf jeden Fall, wie gesagt, auf SA 10 bringen, den Agility Vegeta, und ihn awaken. Das lohnt sich auf jeden Fall. Aber Leute, jetzt gehen wir Klartext. Das, wundert euch nicht, sind die Stones von der Androids-Kampagne. Wenn ihr die Androids schon gemacht habt vor der Kampagne, dann bekommt ihr die Sachen auch so wie ich. Die Orbs habe ich mir schon eingeschnappt. Die Orbs, sage ich, Dragonstones, holen wir uns jetzt. Und jetzt wird es ernst, Leute. Jetzt wird es ernst. Wir werden jetzt einen Multisum schaffen. Ich hole mir kurz noch die Stones. Wir werden jetzt einen Multisum werden wir schaffen. Und wie schon gesagt, bekommen wir im allerersten Multisum, nur beim allerersten, da steht Sums Available 1, wundert euch nicht. Ihr bekommt beim allerersten garantiert von den gefeaturten Karten, wir gucken uns den Banner kurz an, entweder Vegeta oder Beerus. Zudem sind noch Whis garantiert, Trunks und dieser Goten. Nach diesem einen Versuch wird es ein garantierter SR-Banner, heißt ihr bekommt pro Multisum garantiert einen der gefeaturten, das ist immer der letzte Charakter. Aber beim allerersten Vegeta oder Beerus. Wie ich mein Glück kenne, an der Stelle noch, in dem Banner sind auch alle LR, ob man hier summonen sollte. Am Montag, vergesst nicht, kommt LR Trunks. Da sind auch alle LR drin und LR Trunks ist gefeatured. Heißt, die Chancen sind besser, ihn zu ziehen. Auch wenn sie nicht so gut sind. Also wir kennen die LR Banner, da sind sehr viele Charaktere gefeatured, aber es ist trotzdem die Chance, sage ich mal. Und aus dem Banner ist zwar ein Filler Banner, aber der Charakter Vegeta lohnt sich auf jeden Fall. Ist der hardest Hitter und Beerus auch. Also man kann es schon auf jeden Fall versuchen, aber behaltet im Hinterkopf, dass am Montag LR Trunks kommt. Aber in dem Banner sind auch alle LR, das mal beiseite geschoben. Wir wollen beim allerersten Multi, den wir jetzt machen, entweder, nicht entweder, wir bekommen entweder Beerus oder Vegeta, aber wir wollen natürlich Vegeta. So wie ich mein Glück jedoch kenne, ziehen wir hier Beerus. Aber Leute, deswegen, sendet mir eure Kraft, habt Vertrauen in mir, dass wir hier den Prinzen ziehen. Let's go! Let's go! Ein Multisum, wird er es entscheiden? Wird er hier mich zufriedenstellen? Ein Pot? Ich will einfach nur Rainbow. Ich will einfach nur Vegeta. Ich flehe euch an. Natürlich Crackscreen, weil es ein Granted SR Banner ist. Aber Leute, ich kenne mein Glück. Das ist schon so oft passiert. Damals als Trunks und Vegeta, als garantiert entweder der Tech Vegeta im Banner, also dass man entweder den Tech Vegeta bekommen hat, Gallic Gun, also Vater Sohn Gallic Gun, oder den Physisch Trunks. Da habe ich instant zweimal Physisch Trunks in meinem Multi bekommen, obwohl ich Vegeta wollte natürlich. Wie wird das hier sein? Oh mein Gott, wie wird das hier sein, Leute? Bitte einfach nur ein Vegeta. Einfach nur ein Vegeta. Der letzte ist garantiert. Ich weiß, davor kriegen wir nichts. Das ist garantiert bei mir. Und der letzte wird Beerus sein. Ich predikte es. Ich predikte es. Kommt schon, Jungs. Kommt schon, Jungs. Es wird wirklich der letzte sein. Aber bitte. Ah, es ist der letzte. Es ist der letzte. Sie machen es uns spannend. Also das muss jetzt der letzte sein, der kommt.
Oh Mann! Oh, was habe ich euch gesagt? Das ist so typisch mein Glück, ohne Spaß. Es ist einfach ridiculo. Es ist einfach ridiculo. Ich hab's predicted, versteht mich nicht falsch. Piccolo sag ich. Biro ist wirklich 1A Charakter. Aber ich hab's verdammt nochmal predicted. Ah, oh, das ist jetzt. Anyways, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch dennoch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Oder heute Abend im Stream, wenn ihr vorbeischaut. Haut rein. Peace.